Ich muss aber noch, das muss vorbei sein. Das ist das dann auch mit 99 Spots spielen, das ist wie versteht es denn gerade ein bisschen Gäppern? Oh, OB ist da. Was geht denn ab? Wie geht's in Hamburg? Na, ich bin als schon, dann magst du gegen wir, ne? Wo ist Feins? Ja. Und dann halt nur das Amis. Ja, genau. Yeah.
Farbe auf meine neue Box. Ja, jetzt ist die andere nicht kaputt, oder? Hast du mal angeguckt? Ja, also ich hab mal die Arduino, aber ich hab keinen Bock mehr, dass du sonst. Ja, ich weiß halt, wie da die Dokumentation, wo welches Kabel kommt und so. Und ich baue jetzt alles auf die neue Box. Halt. Den unteren Teil habe ich schon fertig gedruckt. Die Farbe wird halt so, das ist halt wirklich geil. Achso, die so eine. Wie sie hier? Ja. Der Tier. Weißt du, wie sie Menschen so weit? Ja, ja, ja. Blau-grün. Sind mehr blau als Münz. Ja. Blau-grün. Ja, die Beschreibung da heißt Münz. Echt? Ja. Ja, I guess. Ja, ist halt. I guess. Je nachdem. War nice. Echt? Das kann man tech-testen mit einem Ninja-Elektro-Fahrer? Krass. Yoshis. Ist natürlich für Floaties kacke, also gerade für Parkieren der besten Recovery, horizontal. Ja. Aber die Follow-Ups, die man machen kann, diese ultra-niedrigen Plattformen, sind insane. Puff kann No Impact Land von der Side-Plattform auf die Full- auf die Top-Plattform machen, kann dann einen Grab auf die Follow-Up oder von der Ground mit einem Double-Jump. Ich finde, ist man an der Top-Plattform und kann upthrown oder Alter, oder Russ Dennis steht jetzt zwei. Junge, Dennis on fire, let's go. Aber ich finde die Jockeys generell wirklich geil. Jan Ulrich, Jenny Prenzlberg, haut hier den Geldmann auf die Mütze. Die Alten gegen die Jungen. Old School gegen New School. Und ja, wir gehen nochmal auf Yoshi's Story. Ja, sag mal Geld Jungen. Aber er ist ja schon der Mann jetzt. Ist er 18? Ja. Ja? War der nicht 15? Nochmal Kadian? Das ist auch schon. Hab ich so im Kopf, aber. Kadian, wann war das denn? Ist das ein 19? 18? Ach, nicht. 18 oder 19 war das erst? 19, glaube ich. 25, das zweite oder so? Nee. I don't know. Ich weiß nur, er hat beide gewonnen. Ich weiß nicht, warum er beim zweiten dabei sein durfte. Hätte ich gesagt. Nee, weil wir damals Top 10 machen und er war 11 oder so. Aber er war 11, genau. Also genau einer außerhalb. Aber dadurch, dass das erste gewonnen hat, hat er eigentlich. Und nur besser geworden ist, hätte man eigentlich rausgehen können. Aber egal. Er hat verdient. Er ist 10. Er ist sehr süß. Das erste. Ja. September. Okay, dann war es andere 19. Ja. Ja, da war Buchsbaum auf der Hand. Buchsbaum, mein Gott. Ja. Na, aber ich gehört. Spielt er noch? Ja, ist ja immer noch T.O. oder so. T.O.? Ich kenne mich zu wenig aus. Feiern ist ja mega embarrassing. Yo! Wavefan sitzt. Junge, Jack. Dennis redet einfach mit einem mit einem Set. Nee, und lässt einen die Guard, dann nimmt man die Guard down und dann spielt er mit dir so. Bei mir hat es zu gut geklappt. Also ich habe halt mitgemacht. Ich hätte ja sagen können, verpiss dich. Er hat mich schon Updates. Oh, Niki Karol? Ja. Oder spiele ich schon? Ich spiele noch nicht. Die möchten warum spielt Niki mit zwei Wolf? I guess immer noch. Ja. Das heißt, sie gar noch Mario. Es gibt ja so wenige Maps im Allgemeinen. Das ist zwei Wolf. Weißt du noch von zwei Jahren? Ja, das ist einfach Karol ist weg. Mein Bruder. Julia ist weg. Wie wär's denn? Sie zusammen in der WG waren. Was? Zusammen in der WG waren. Ziel und. Ja. Ziel ist ja Falco auch. Ja, aber der ist ja mit einer anderen WG, ne? Ja, du weißt ja, ne? Team Schwiffy. Ja. Iffy und Ziel. Ja, nee. Iffy ist der Fox. Ja. Oh mein Gott! Kippt das? 3-1. Geldmann ist aus dem Turnier. Die grüne Peach siegt again. Mit einem souveränen 3-1. Hat er auf beiden Counterpicks von Geldmann tatsächlich gewonnen.